Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück auf der St. Kalle im LS22 zusammen mit dem Scholle Rocker. Hey. Und meiner einer. So, ich habe, ihr seht, mich hier mal in unseren eleganten Case geworfen. Ich hoffe, ich kann diesen Hof hier auch irgendwie verlassen damit. Ist ja schon alles ein bisschen groß hier, ne? Ja, ich habe nämlich eine Mission angenommen. Ich werde, oh Gott, wie heißt das? Schon wieder vergessen. Samuel Egger unterstützen in der Ernte seiner Sorghumhirse. Ja, ein paar Talerchen wenigstens machen. Und du machst so Dinge? Ich tue unser Feld fertig ansehen mit Weizen. Das eine große und das kleine wird dann gleich mit Gras eingesät. Mit der freundlichen Leihgabe aus dem Vertrag Ruppern mit dem schönen Deutz. Freundliche Leihgabe. Die haben es freundlicherweise gar nicht erst zurückgegeben. Aber. Kommt noch, kommt. Wir geben den ja zurück. Nach Abschluss der Arbeiten. Okay, so, ich fahre jetzt erstmal hier zur Straße runter. Hoffe, dass ich hier überall durchkomme und nicht irgendwelche mega Verkehrschaos-Situationen verursache. Also im Vorfeld, ich war es nicht. Ja? Möchte ich hier gleich erstmal festgehalten haben. Meine Versicherungsprozente steigen wieder. Ja. Ja. Ah, es weckt hier etwas heute. Ja. Was ist da los? So, ich glaube, wir müssen hier lang fahren. Warte, erstmal hier gucken. Bin ich hier richtig unterwegs? Ja, würde ich mal behaupten. Kann ich nämlich da runter, über den Fluss und dann hinten rum? Dann habe ich so wenig wie möglich öffentliche Straßen. Das ist gut. Ich fahre mal deine Lieblingsstrecke zum Händler. Saat gut auffüllen. Ja, du musst bei den Kühen abbiegen. Oh, ich hoffe, die Brücke hält mich nicht, dass sie jetzt hier zusammenbricht. Ah. Geschafft. Da hast du gar nicht gefrühstückt, also hält die dich. Das ist doch. So, jetzt muss ich hier mal so rechts rum. Wo sind wir denn jetzt hier? In Kallestein. Alles klar. Außenweg, bitte alle. Gleich geschafft. Jetzt wieder los. Das ist natürlich ein Zaun. Völlig klar. Warum? Wie komme ich denn jetzt dahin? Herausforderung. Oh. Oh. Ach, warte. Ach, das ist doch hier so ein blöder Anhänger-Dingens. Das ist ja hoffentlich... Doch, hier ist Verkehr hinter mir. Nein. Okay, ich versuche da hinten abzukommen. Hier ist ja so eine Spur. Komm ich da hin, bitte? Nein, komm ich nicht. Kann man hier irgendwo wenden? Jetzt wird's interessant. Ja, was mache ich denn jetzt? Kann ja nicht wenden. Erstmal gucken, wo du überhaupt bist. Warte mal, hier. Wir fahren jetzt hier einfach. Moment. Komm ich da auch hin? Zu welchem Feld? Ja. Warte, wir machen hier. So. Sieht gut aus. Ja. 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 Gott sei Dank. So, jetzt ist ja wieder die Frage, wo parke ich denn der Gerät hier? Ja. Warte mal, wir haben ja hier Ding. Aber mach dir nichts draus, ich bin auch zu früh abgebogen. Ich bin nicht zu früh abgebogen, ich bin gar nicht abgebogen. So kann man es auch machen. Ja.
So, komm. So, haben wir dieses. So. Ah. Das, wir müssen jetzt hier mal kurz durch den Baum fahren. Das sieht aber nur so aus. Gott! Will ich das wissen? Nein. Nee. Der rollert auch einfach weiter. Warum macht er sowas? So. Ich hab's geschafft. Das ist so ein kleines Feld. Naja, okay. Dann ist die Mission auch schnell fertig. Meinst du? Ja. Eigentlich müssten wir jetzt eine andere Mission nach der anderen annehmen. Wegen der große Gerät. Wegen Effizienz und Geld. So. Da muss ja bald ein MB-Truck hier drauf. Ach, das bleibt stehen, ja? Das ist hier richtig. Ja, ich ernte Sachen. Okay. Ah? Habe ich auch noch nicht gemacht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so Rumhirse geerntet. Eieiei, da wird es aber höchste Zeit hier. Ja. Der gibt einem ja auch so ein Riesengerät hier für seine Aufgabe. Ja, ne? Mal gleich hier die Fahrprüfung nochmal. Oh, siehst du hier, du hast schon 10% abgeschlossen, hast ja kaum angefangen hier. Ja, geht schnell, ne? Flotti, flotti hier unterwegs. Oh, kann man mal machen. Aber ich fürchte, dass das gar nicht so Sinn der Sache ist. Was dann? Ich meine, du bist schnell durch, aber ist groß. Aber das ist der Drescher mit dem eingebauten Räder am Schaltwerk. Ja. Ist ja gut, ne? Ja. Stell dir mal vor, wir müssen hier noch mit Schneidewagen rummachen. Hätten wir es ja gar nicht mehr aus. Naja, also mal den Ruckzuck durch. Aber es gab, glaube ich, keine weiteren Erntemissionen. Das weiß ich natürlich. Ich bin noch bei der 0-Euro-Mission Sehen für Schatzi. Es gab die zwei Grubbern, einmal Ernten und einmal Düngen. Grubbern? Der Grubber steht noch da. Nee, die beiden Grubber-Dinger, die hast du ja noch am Laufen. Also, ja, die muss ich ja noch am Laufen haben. Zukünftige Investitionen müssen wir mal gucken, ob so ein Deutz was wäre. Müssen wir ja gleich mal eine ordentliche Probefahrt machen. Ja, okay. Ja, verbuch's als Vorführschlepper. Vorführschlepper. Alter Schwede. Ich komm nicht mehr in den Himmel. Ne, das ist aber klar. Danke. Bitte. Na gucke. Jetzt sind wir nicht, was alle haben. Ernten geht ruckzuck. Wie war das letzte Mal beim Kuppern von den Feldern? Das ist ja nicht Ernten. Das war Grubbern. Sind Unterschiede. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Sollten wir dir erstmal einen wunderschönen guten Morgen wünschen oder so? Meinst du, das hilft noch was? Ach, ich weiß nicht.
könnte noch was werden. Aber immerhin, die Bahnen werden auch weniger langsam auf unserem schönen Feld. Eins. So, ich habe 92%. Das heißt, ich muss mir jetzt leider der Gerät holen. Glaube nicht, dass das noch reicht. Ein Streifen noch. Ah. Du hast großen Tank. Vielleicht klappt's ja. Nee, das wird ganz knapp eben nicht reichen. Ja. Ist doch meistens so. Und da ist es passiert. Ja. So, schön. Hammer Motor aus. Ja. Dann würde ich sagen, springen wir mal durch. Wo haben wir Hänger? Ja, genau. Genau da. War ja der Glashänger, ne? Ja. Anhänger, Entschuldigung. Versuche, Begrifflichkeiten zu verwenden. Versprechen kann ich das aber nicht. Aber wieso ist das hier eigentlich nur so finster um die Tageszeit? Am September dauert es schon, bis die Sonne kommt. Oh, meine Lenkung hat sich wieder verstellt, glaube ich. Vielleicht sollte ich ja tatsächlich mal mein Lenkrad nutzen, mal anschließen. Nee, warte mal, ich fahre hier lieber nicht lang, da bin ich das letzte Mal in Bäumen gelandet. Wir fahren mal hier den ordentlichen. Also ich kann mein Lenkrad anschließen, dann ist wieder wach um die Uhrzeit. Von dem Gequietschen. Würde gut passen beim Frühaufsteher-Projekt von dir. Oik, 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 oik. Hi. Moin. Moin, moin. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend mit deinem Lenkrad, ja? Sein die Quietsche. Irgendwann kriege ich das auch noch hin, dass das weg ist. Gib mir noch 2-3 Jahre Zeit. Na, bis dahin hast du ein neues. Ja, genau, dann ist es weg. Ach so, das ist also dein Plan. Verstehe. Ja, gibt ja auch schon die neue Seitenkonsole. Aber Seitenkonsole benutzt du ja. Nur das Lenkrad nicht angeschlossen. Ja, das stimmt. Da geht mir doch glatt die Stimme weg. Das probieren wir mal hier reinzufahren. Wie das wahrscheinlich ursprünglich mal so gedacht war. Nehmen wir mal den. Ah, der Weg ist leichter. Nicht so herausfordernd. Ja gut, man muss sich auf so einer Map auch erstmal zurechtfinden, ne? Das stimmt. Fangen wir mal ab. Wenn wir nicht mal die Feldernummern von unseren 2 eigenen Feldern merken, ja. Hallo? Von dem sagen, dass er abtanken? Ja, das hat sich geändert. Du musst im Drescher sitzen und der Motor muss an sein. Ah. LS22 Änderungen. Motor starten? Aha. Fast so toll wie manuelles Abbunkern. Fast. Aber auch nur fast. Ja. Müssen wir doch glatt mal einen Screenshot machen, wa? Zack. Schotti. Oh,
Oh, dann können wir mal den Rest hier noch einsammeln. Noch eine Bahn, dann ist Feld 1 erledigt. Habe ich nur noch Gras zu sehen. Bei dem kleinen Feld dann, ne? Ja. Ah, ja. Die sind doch wirklich kleine Felder, ja. Das wirkt alles so relativ groß. Das ist aber gar nicht. Gut getarnt. Ah. Ich glaube, schnelles Rennen ist nicht so gut bei so viel Form. Nicht ganz so von Vorteil. Aber dann sollten wir hier mal langsam Feierabend machen und zum Frühstück übergehen. Oder was hältst du davon? Oh. Tank. Ja, können wir aber machen. Ein Frühstück am Morgen ist schon was Gutes. Boah. Ja, nur denn. Sagen wir mal, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Also ihr seht, wir brauchen dringend Frühstück, ja? Ja, und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss.